Weil im ganzen Kanton noch kein einziges Windrad dreht, simuliert man den Lärm mit Lautsprecher. Wir fangen an mit dem Windradlärm auf 1250 Meter, 29 Dezibel. Hören tut man eigentlich nichts, aber langsam führt einem die Simulation an den Mast her. In 350 Meter Entfernung sind es 44 Dezibel, ein bisschen weniger laut als ein normales Gespräch. Es stört halt gleich und beunruhigt einem ein bisschen. Wir sind uns nicht gewohnt, neben einem Windrad zu sein. Ich hoffe, dass es genau wie in dieser Simulation ist. So stört es nicht übermässig. Es hat ja auch noch Bäume rundherum, die den Lärm auch noch ein bisschen absorbieren. Das Lärmmodell auf dem Hügel über Lausanne ist eine Schweizer Premiere. Es soll die Anwohner beruhigen, da südlich vom Jorawald könnten nämlich 8 Windräder hinkommen. Sie würden rund 20'000 Haushalte mit Strom versorgen. Der Bau ist aber noch vor Gericht blockiert. Auch die Gegner machen Wind. Die Leute, die hier schlafen, haben den Lärm dann dauernd in ihrem Schlafzimmer. Eine Simulation von gerade 1-5 Minuten entspricht doch nicht der Realität. Die Bauherren versichern, die Anwohner seien geschützt. Das Gesetz regelt, wie lärmig es um Wohnhäuser herum sein darf. Dazu würde hier die Extremsituation simuliert. Wir haben das Lärmmodell so konfiguriert, dass es ist, wie wenn der Wind direkt vom Windrad herkommen würde, wie wenn es nichts dazwischen hat. Kein topografisches Hindernis, kein Gebäude, kein Wald. Wie wenn man mitten auf einem freien Feld wäre und das Windrad am schnellsten drehen würde. Wer die Vorführung verpasst hat und sich mit eigenen Ohren überzeugen will, muss ins Wallis, wo schon Windräder stehen.